Hallo meine Wundervollen. Dieses Video ist außer der Reihe. Es gab ein Problem mit eins von den Dread-Videos und zwar fehlt da das Ende. Und ich habe überall auf meinen ganzen Devices geguckt, wo das jetzt abgeblieben sein könnte. Und das Video ist weg, die Rohdateien sind weg. Es ist alles, was dieses Video betrifft, ist nicht mehr da. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht mal ganz genau, wo es abgeschnitten ist. Aber scheinbar habe ich, während ich das hochgeladen habe, die ganzen Originaldateien gelöscht. Es tut mir furchtbar leid. Ich dachte, ich mache jetzt einfach hier so ein kleines Video zwischendurch, ausnahmsweise für euch, und beantworte die Fragen, die fehlen. Okay, zuerst suche ich das Video mal raus und gucke mal, wo es abgerissen ist. Ich bekomme übrigens jetzt immer maltesische Werbung. Versteht mal kein Wort, aber es geht wohl um Reinigung. Also hätte ich jetzt Haare bis zum Arsch, bräuchte ich die wahrscheinlich. Ich meine eigenen Haare wachsen ab. Okay, es bricht ab bei Frage Nummer 9. Hast du Extensions in deinen Dreads? Ja, ich habe Extensions in meinen Dreads und ich finde das total legitim und ich finde, es sieht auch viel besser aus mit den Extensions. So, dann fehlt jetzt Frage Nummer 10. Welcher Schmuck ist dein Liebster? Und wie ihr vielleicht sehen könnt, trage ich nicht wirklich Schmuck. Ich habe vielleicht irgendwo noch eine Perle drin. Nee, ich hatte Perlen drin, die sind aber leider alle rausgefallen. Und ich mag Schmuck super gerne. Also wenn ihr Seiten kennt, wo man Dread-Schmuck kaufen kann und wo es so vielleicht ein paar abgefahrene Sachen gibt, wie diese Spiralen oder so. Ich liebe Dread-Schmuck. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wo ihr euren Dread-Schmuck kauft oder schon gekauft habt oder ob ihr da irgendwie einen Shop kennt, der euch anspricht, weil ich bin da echt noch nicht bewandert. Meinen ersten Schmuck hatte ich selbst gebastelt aus Fimo. Und da war das mit der Größe nicht so gut. Also ich habe die meisten von den Perlen zu klein gemacht, sodass ich die jetzt nicht benutzen kann, weil meine Dreads doch dicker, die sind ja nicht so dick, aber dicker sind, als wie ich gedacht habe. Und Frage Nummer 11 ist auch die letzte Frage. Willst du deine Dreads für immer oder einen längeren Zeitraum behalten? Ich habe mir vorgenommen, die Dreads mindestens 3 Jahre zu tragen, weil ich einfach sehen möchte, was mit den Dreads über diese 3 Jahre hin passiert. Und wenn diese 3 Jahre um sind, werde ich mich das nochmal neu fragen. Möchtest du jetzt nochmal Zeit anhängen oder möchtest du sie vielleicht abschneiden? Da habe ich mich nicht festgelegt. Nur für die nächsten 3 Jahre soll das erstmal so sein. So, das war's. Jetzt habe ich auch die fehlenden Fragen beantwortet. Es tut mir sehr, 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 sehr leid, dass das Video da einfach abbricht. Ich hätte es gerne repariert oder neu hochgeladen oder irgendwas, aber keine Ahnung, was da passiert ist. Die Dateien sind jedenfalls weg. Ich hoffe, mein kleines Ersatzvideo hat euch gefallen. Denn wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.